Ein Brief. Hier irgendwo. Hier. Okay, also wenn man mit dem Sound arbeitet, geht's besser. Ich habe das total ignoriert, dass da irgendwie was das Geräusche macht. Wieso? Die offenbarten Symbole zeigen zwei Raben. Einer hat in seinen Krallen ein Herz, der andere ein Spiegel. Sieht aus wie alle anderen. Mal sehen, was die Forscher auf der Himmelsfeste dazu sagen. So, gehe zum Kartentisch, um Nachforschung über die Glyphen anzustellen. Zwei Macht benötigt. Okay, cool. Das haben wir also jetzt endlich fertig. So, der Rat eines Vaters machen wir. Muss ich mich da jetzt nochmal auf den Mount hauen? Das müsste eigentlich jetzt auch so wunderbar gehen. Gucken wir, soweit ist das gar nicht weg. Ja, und da hinten das Lager würde ich mir auch gerne mal ganz kurz angucken. Vielleicht ist da ja noch eine Truhe oder so. Vielleicht habe ich ja doch mal Glück und finde Destillationswerkstoff. Okay, hier ist nichts mehr. Na gut, dann gehen wir weiter. So. Wie? Wieso ist denn... Das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist denn hier eine Markierung gewesen? So. Okay, das wird jetzt hier irgendwo in dem Umkreis hier sein. An der Ruine wahrscheinlich nicht mehr. Das ist ja noch ein ganz schön großer Kreis, das ist gerade mein Problem. Hier ist es nicht. Da hinten ist wieder ein Riss. Den machen wir gleich. Gucken erstmal vielleicht bei dem Baum irgendwo hier. Hier vielleicht. Ach ja, stimmt, war da nicht was gewesen mit Baumstumpf oder so? War das die Quest? Ich weiß es gerade nicht. Ah, wunderbar, alles klar. Irgendwas war da mit Baum und Wertgegenstände. Ich erinnere mich. Weiß nicht, ob das jetzt war. So, dann noch den Riss schließen. Komm her, mein Gute. So. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich sollte mal meinen Horn auch mal wieder benutzen. So habe ich's denn. Spinnst du? Komm her hier. So. Das geht doch diesmal schon ein bisschen besser hier. So, komm her. Okay, ich drehe mich leider nicht mehr. So. Wo ist denn Sarah? Hier ist Sarah. Moment. Heilen wir uns mal. Hätten wir. So, da kommt nämlich gleich noch eine Welle hier. Kümmere mich mal um den. Achtung. So. Oh, das ist wieder so einer. Schön schnell töten, weil die sind eklig. Na komm, stirb. Na komm. Okay, ist down. Ja, nice. Weil die können wirklich sehr, sehr eklig werden, die Viecher. Wow, so nice. Wow, das war knapp gewesen. Na gut, da hat er wieder sein Schutzschild. Das wird er immer aktiviert dann. Na gut, nehmen wir noch einen Heiltrank. Bin ja sowieso gleich fertig. What the fuck? Wiedergänger? Was ist der denn hier? Sieht ein bisschen stärker aus. So. Komm drauf hier. Der ist down. Achtung, wo ist denn so, ne? Ich hoffe, der steht hier irgendwo rum. Ich bin mir gerade unsicher. Na, sieht gut aus. Habt ihr das gehört? Das Biest hat den neuen Elf. So, hätten wir. Bam. Nice. Auf jeden Fall schon ein bisschen besser angestellt als bei dem Riss davor. Radgemme. Mächtige Frostessenz. Seltenes Runenmaterial Stufe 2. Sehr, sehr nett. Das sind ganz viele rote Pfeile. Wiedergängerherz. Seltenes Runenmaterial Stufe 3. Cool. Da freue ich mich. Seitblockade. Herz eines Arkanschrecken.
So, wenn wir dabei sind, nehmen wir unser Embryo mit. So, und das hat wieder seine Eisrüstung. Alles wieder in Ordnung. So, das würde ich gerne noch machen. Wo ist denn jetzt hier eigentlich mal so ein Camp? Ach du Scheiße, hier oben. Was haben wir hier dann noch? Tritt vor, dreh was an. Siegesör Hildebrand in den erhabenen Eben. Naja, weiß ich jetzt gerade nicht so richtig. Ich werde wahrscheinlich... Ich würde gerne erstmal das jetzt hier noch machen. Und dann mache ich es zum Lager und dann würde ich mich erstmal spezialisieren. Und dann würde ich vielleicht auch gerne erstmal mit der Story ein bisschen fortfahren oder ein anderes Gebiet auch suchen, was ein bisschen höher ist. Ich hoffe nur, dass es jetzt ausreicht, dass ich mich mit den Dalich-Elfen gut stellen kann. Das wäre sehr angenehm. Sehr angenehm. Die Wölfe lasse ich jetzt mal. Ich hoffe nur, ich komme da jetzt irgendwie hin. Sieht gerade nicht gut aus. Und muss ich jetzt wirklich hier komplett außen rumlaufen? Ist das euer Ernst? Finde ich irgendeinen Weg da durch? Wartet mal. Hey, allein, dass die Wölfe echt es wagen, mich anzugreifen, während ich auf diesem Riesenvieh sitze, das ist schon eigentlich eine Unverschämtheit. Na doch, guck mal, hier geht's lang, wie es aussieht. Okay, weil es sah nämlich auf der Karte so aus, als wenn hier ein kleiner Pfad wäre. Hätte aber auch sein können, dass das... dass ich mich da täusche. Cool. Siegeshöhe haben wir entdeckt. Hey, die Wölfe sind immer noch hinter mir, ist das euer Ernst? Nervensägen. Na kommt her. Mann ey, nervig. So. So, finde Valorin. Da ist jetzt irgendwo hier in dem Gebiet. Also das Knärchenbärchen. Werden wir schon irgendwie finden. Ist ja nicht ganz so groß diesmal. Noch mit. Okay. Immerhin die Tür ist noch ganz. Kann man nicht einfach so einbrechen. Okay, hier ist nichts mehr. Wirklich alles komplett zerstört hier. Das ist so eine Sehenswürdigkeit. Muss ich da hoch? Moment. Da komme ich jetzt nicht hin. Egal. So, Valorin, wo bist du? Hier ist irgendwo. Ah, ne, ist noch was zum Aufheben. Also so langsam wundert mich das hier ein bisschen. Elfenwurzel. Sagen die Elfen einfach Wurzel dazu? Nein, wir haben einen anderen Namen dafür. Hey, das war ernst gemeint. Ihr verbringt zu viel Zeit mit Sarah. Ah, großartig. So, aber kann mir jetzt mal bitte jemand verraten, wo ich Valorin finde? Aber ich finde die Frage berechtigt, was die Elfenwurzel angeht. Ey, das ist aber gerade echt wie ein Rätsel, wo der Valorin sein soll. Wahrscheinlich in diesem Haus hier, oder? Ah, okay. Oh, wie konnte ich dann die ganze Zeit... Na gut, er war halt die... Was war da los? Was hatte davor? Das ist nämlich Blut und Magie. Und das ist nicht gut. Hat er versucht, einen Dämon zu beschwören? Man weiß es nicht. Valorins Tagebuch. Stufe 2. Naja gut, nehme ich trotzdem gerne mit. So, dann lassen wir ganz schnell jetzt endlich, haben wir es ja gefunden, das Lager hier reiten. Und dann machen wir nochmal schnell Reise zu den Dalich-Elfen, geben das ab, hoffen, dass es dann ausreicht. Dann mache ich erstmal wahrscheinlich woanders hin im Anschluss. Habe ich hier schon mehr gemacht, als ich eigentlich vorhatte. Wie gesagt, wir sind eigentlich schon, glaube ich, ein bisschen zu hoch für das Gebiet. Kann ich mir vorstellen. Na ja, gucken, ich überlege mir das dann noch, ob wir dann hier noch weitermachen.
Hier haben wir auch noch eine Quest. Ja, gut, den lasse ich jetzt aber. Alla, 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 alla. Alles voll mit denen. Lasch. Aufpassen. Sind wir Banditen? Können wir die jetzt einfach mal ignorieren, bitte? Kämpfen. So, das öde Ufer. Wunderbar, hier kann man Lager aufschlagen. Na dann. Endlich. Ach ja. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder 0 von 4 geschlossene Risse? Das ist euer Ernst. Jetzt hier auch wieder alles voll. Okay. Super. So gut, Leute. Wir geben jetzt erstmal die Quest hier, aber wir gucken dann mal. Kann ich hier keine Schnellreise machen? Doch, klar. Hier. Ab geht's. Ich hoffe, das lädt jetzt nicht so lange. Und ich hoffe, das reicht jetzt aus, dass wir uns endlich mögen. Wir haben schon so viel jetzt für die gemacht. Bitte, falls ihr meinen Bruder dort draußen seht, sagt ihm, er soll ins Lager zurückkehren. Ist das jetzt euer Ernst? Bitte, falls ihr meinen Bruder dort draußen seht, sagt ihm, er soll ins Lager zurückkehren. Ja, also jetzt steh da, bring Valorins Habseligkeiten zu Emalien. Habe ich vergessen, die aufzuheben, oder was? Das kann natürlich sein. Nee, habe ich nicht. Außerdem würde da wahrscheinlich dann hier irgendwas anderes bitte, noch stehen, falls oder? Ihr meinen Bruder dort draußen seht, sagt ihm, er soll ins Lager zurückkehren. Och, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt wahrscheinlich... Also entweder ich habe jetzt was ganz Böse verpeilt, oder es ist gerade irgendwas buggy. Ich mache da jetzt nochmal hin. Also... Die Himmelsfeste. Wie habt ihr sie gefunden? Indem ich sie suchte. Ach ja. Ich gucke es mal ganz schnell. Das war aber nicht mal bei dem Ausrufezeichen gewesen. Das Ende von Demetrius. Nee, Leute. Ich meine, da ist ja nicht mehr was markiert auf der Karte. Da ist jetzt irgendwas buggy. Irgendwo hier war die Hausfassade, wo der rumlag. Ja, genau hier, da lag der rum. So. Also hier kann ich nichts mehr aufheben. Das habe ich auch geloodet. Ja. Also, das scheint buggy zu sein. Na, cool. Oh, das gibt's doch gar nicht. Na gut, ich meine mal fix von dem Ausrufezeichen. Vielleicht hat das ja noch was damit zu tun. Nee, ohne Scheiß, die Sehenswürdigkeiten, die mache ich jetzt nicht. Ich guck nur noch ganz schnell nach dem Ausrufezeichen, ob das nur irgendwas ist, was vielleicht damit zu tun hat, dass wir die Quest nicht abgeben können, aber ich wage es ja zu bezweifeln. Ich komme jetzt ja nicht mal hier rüber. Oh, da hinten sind ganz viele Wölfe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen, ne? Aber da kann ich jetzt ja auch nichts dafür. Sollte ich da jetzt was verpeilt haben, könnt ihr es mir ja gerne schreiben. Aber... ich habe alles gelootet, ich kann es nicht abgeben, die Quest, obwohl ich ihn gefunden habe. Und ich hatte dementsprechend auch seine Habseligkeiten dann, sonst wäre hier auf der Map noch was eingezeichnet. Aber immerhin sind wir bald Stufe 15. Es ist halt schon wieder so lau, es ist alles viel zu niedrig im Gebiet. Und ich muss auch sagen, die Fähigkeit hier, wo der Blackwall diese Spiegelbilder von sich macht, das ist auch nicht so sinnvoll, wie der das meistens einsetzt, habe ich zumindest so den Eindruck. Hier komme ich
ich leider nicht hoch. Aber hier muss irgendwo eine Treppe sein. Na, hier. Also hier werden wir wohl kaum die Habseligkeiten finden. Also irgendwelche coolen Trieböcke hier. Guck mal. Krasse Teile. Ja, und nu? Okay. Kann ich das irgendwie aktivieren oder was? What the fuck? Wie der denn her? Also, ich kann hier schon wieder nichts machen. Hier ist ein Ausrufezeichen, aber wahrscheinlich, ah, wisst ihr was? Wahrscheinlich da drunter irgendwie, ja, das kann ich mir da zumindest nicht erklären. Also hier oben geht nichts. Gibt's ja noch irgendwie einen unterirdischen Durchgang oder so? Das kann natürlich sein. Ah, guckt mal hier. Ich verstehe. Okay. Der Seelengesang. Na 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 na. So. Bumm. Hätten wir. Nehmen. Karte von Ena Boris. Okay. Das heißt, wenn wir irgendwo so ein Fenster sehen, wo da was fehlt, an der linken Stelle, müssen wir mal gucken, dass wir uns, dass wir das dann wiedererkennen. Und das, was da markiert war, das ist bestimmt dann ein ganz toller Schatz oder sowas, der auf uns wartet. Da müssen wir natürlich erstmal die Stelle finden. Sonst ist ja nichts mehr. Na gut, na gut, na gut, na gut. Alles klar. So. Alter, wie ich hier gelaufen bin, unglaublich. So ein Ausrufezeichen mache ich jetzt nicht. Wie gesagt, die eine Quest kann ich. Ich probiere es jetzt noch einmal, die abzugeben. Es ist ja sogar hier markiert. Ich soll hier hin, um Valorins Habseligkeiten zu Emmaline zu bringen. Also, probieren wir es nochmal. Wenn es jetzt nicht geht, dann. Es ist offensichtlich buggy. Was sehr, sehr ärgerlich wäre, weil dann kann ich wahrscheinlich das Wohlwollen nicht komplett füllen, was ein bisschen doof wäre. Bitte, falls ihr meinen Bruder dort draußen seht, sagt ihm, er soll ins Lager zurückkehren. Das kann höchstens sein. Aber guck mal, die ist ja sogar markiert. Ich kann nochmal mit dem Typen hier quatschen. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Na, cool. Bis zum nächsten Mal. Seid mir gegrüßt. Nee, Leute, das ist buggy. Ich kann hier nichts mehr machen. Wenn das so weitergeht, brechen wir nie auf. Anethara, Herold. Nee, das nervt mich jetzt wirklich, Leute. Das ist gemein. Unser Lager scheint euch zu faszinieren. Och, das ärgert mich jetzt, ganz ehrlich. Na gut, ich kann es aber nicht ändern. Dann mache ich jetzt an dieser Stelle erstmal Schluss. Das ist wirklich ärgerlich. Und nächste Folge werde ich wahrscheinlich direkt dann loslegen und erstmal mit meiner Spezialisierung nachgehen. Ob ich das dann noch mache, weiß ich nicht. Überlege ich mir noch. Ich würde dann wirklich so bald wie möglich dann entweder in ein sehr viel höheres Gebiet gehen wollen oder, und das wahrscheinlich eher noch, der Story endlich weitermachen. Das fand ich jetzt gerade nicht so pralle, ey. Und dann habe ich auch noch so eine Buggy-Quest. Das ärgert mich. Ärgert mich wirklich. Also Leute, ne? Trotzdem würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge dann wieder am Start seid. Und ja, dann geben bestimmt auch wieder die Quests und so. Bis dann, macht's gut, Leute. Tschüssi.